So, gehen wir mal zurück. Und dann gucken wir mal, wie wir von der Insel kommen. Das ist ja, Kapitel ist ja noch nicht vorbei, wie man sieht. Da gibt es ja noch einen Plot-Twist. Moin, Leute. Der hat einen geilen Schnörres, der eine. Der war im Original nicht. Moment, ist das ein besonderer Toad? Moment, der Ladenbesitzer hatte doch einen Schnörres. Ist das ein Ladenbesitzer? Was? Was war dieses Beben? Bist du in Ordnung? Domo. Unglaublich, du hast Cortez besiegt. Was bist du eigentlich? Ich bin Wario. Hey, quatsch nicht rum. Jetzt roll ich dieses R die ganze Zeit, weil ich das... Egal. Wenn ihr zu viel Zeit habt, sucht doch nach einem Weg, wie wir hier rauskommen. Bei dem Leben von eben sind in dem Felsen ein paar Risse entstanden. Man spürt, dass der Wind durch die Risse weht. Wenn wir den Felsen sprengen, können wir vielleicht... Ja, du weißt schon, oder? Party machen? Was das war, aber wie sollen wir auch einen faden Felsen zerstören? Wenn wir doch nur einen Party-Member hätten, der irgendwie... Oh mein, der ist speziell. Ich bin Händler und habe hier einige... Ach so. Ein Shop. Aber der einfach einen Lebenspilz verkauft für die ganz dicken Noobs unter uns. Ja, gut. Aber ist scheinbar wirklich so ein Shop. Dings, ne? Ja, wenn wir doch nur eine Bombe hätten. Ich war tot. Ich wollte ihn in die Luft springen, aber ja, gut. Siehst du, ich habe es doch gleich gesagt. Also ich gehe dann mal. Tschüss. Also Leute, Schluss mit dem Höhlenleben. Ihr geht jetzt aber nicht alle einzeln da hoch. Diese Höhle ist mir viel zu kalt und dunkel. Los, Romanzo, an die Sonne. Yeah! Wow! Du hast uns gerettet, Digi. Wir werden dich niemals vergessen. Also nichts wie weg von dir. Und schon haben sie mich vergessen. Ich weiß doch, wie das läuft. Ah, Sonne. Schön mein Vitamin, was war das? D? Auftanken? Und das Gamer-Life ausgleichen? Moin, Leute. Aber es sieht da echt schön hier aus. Haben sie jetzt einen anderen Shader reingemacht? Oder war das vorhin auch schon so? Oh, hi. Oh, ahoi Mario, gut, dass du wieder da bist. Und, hast du den Schatz gefunden? Na, sag schon. Ja, ja. Weißt du, hast den Piratenkönig besiegt, als er seinen Schatz verteidigen wollte? Und dann hast du ihm den Schatz gelassen, weil er dir leid tat? Ach, Captain, du bist so ein gutmütiger Einfallspinsel. Aber ich schätze, das ist es, was die Leute an dir lieben. Aber du, mein Bruder... Bruderherz, was machst du denn hier? Einfach eine Story von zwei random Toad-Brüdern, die sie wieder trifft. Das habe ich nicht verstanden. Why? Da kommt jetzt einfach eine random Sorb-Story von zwei random ass Toads, die keinen interessieren. Gut. Zurück zum Plot. Was war das? Das sieht nach Stormtrooper aus. Seht da. Was zum Klabautermann ist denn das jetzt? Ja, Stormtrooper. Entschuldigung, Moment. Entschuldigung, ich wollte nicht... Moment, was für ein blöder Spruch. Jedenfalls, wow, richtig evil Pose. Chill, Brudi. Jedenfalls, danke, dass ihr Sternigel besorgt habt. Bravo, gut gemacht. Hey, das ist doch der Brillenjäger aus unserer Mannschaft. Tatsächlich, das Vierauge. Was macht der Kerl auf dem Schiff da? Hey, Vierauge, das ist gefährlich, was du da, wo du da stehst. Komm besser runter. Was? Zeig mehr Respekt, ihr Wichte. Ja, gut zu, ihr strammt gut. Alter, meine Lines sind on fire. Der bebrüllte Matrose war nur ein Trick. Mein wahrer Name ist...
Kaki das Horn hochklappen? Opa Skruzillus, da staunt ihr was? Ich weiß, der Mario hergeführt hat, damit er das Sternenbild besorgen kann. Und du, Mario, hör mit dem Sternjuwel. Du weißt, was passiert, wenn du meinen Befehl nicht sofort befolgst. Ich werde dich fertig machen? Nein, du verfehlst eine Kugel. Okay. Feuer, los, Feuer, boom, boom, und Feuer. Und zu Hilfe, einfacher Hart, vier Auge ist ein Seeräuber. Warum tut ihr nichts, Leute? Wer muss diesen Piraten stoppen, sofort. Wer weiß, wann er endlich mal die Insel trifft und... Naja, das ist der Insel eigentlich egal. Also ist halt wirklich scheißegal, wenn man eine Kugel auf die Insel auftrifft. Passiert ja nichts. Ihr müsst einfach nur vom Strand weg. Aber wir können auch eine Weile noch hier stehen bleiben und ein bisschen tanzen. Guck mal, die haben es echt drauf. Schön auf einem Bein. Mario macht den Flattermann. Bardum weiß ich nicht. Der Toad macht das Hühnchen. Und Corsario, keine Ahnung, der, naja, der macht sich vielleicht wirklich in die Hosen. Das ist es. Ich muss mir die Hosen scheißen. Das ist der Plan. Wir haben ein Schiff, ein ganz... Mario, los, bring mich zu Piratenkönig Cortez. Die Legende sagt, auf der Insel ist noch das Schiff. Cortez Piratengaleone. Wenn die Legende wahr ist, dann muss das Schiff hier irgendwo zu finden sein. Was, Cousin? Das ist doch Wahnsinn. Wir reden hier von Cortez, dem König der Piraten und Herrn der Meere. Glaubst du, der verleiht so einfach sein Schiff? Der murkt so sehr alle ab. Sehr? Hey, ich bin zwar ein Feigling und Jammerlappen. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Deshalb ist es meine Aufgabe, für die Sicherheit der Mannschaft zu sorgen. Wenn wir nur hier warten, wenn sie uns erledigen. Weiß ich nicht. Also, hast du mal gesehen, was die machen? Also, die haben es nicht so drauf. Warum haben die Kugel ein Loch? Also, was ist das für eine Kugel? Die ist ja hohl. Uns bleibt nur der Kampf. Keine Widerrede. Klar, ich, Corsario, werde mit Cortez verhandeln. Also, los, Mario, zeig mir den Weg zu diesem Cortez. Okay. Ach, guck mal, fette Dance Party. Die machen auch mit. Kann sie sogar schlagen, es passiert nichts. Moment, kann ich zum Wacker? Hat der was zu sagen? Gibt es hier jetzt speziellen Textdialog? Moin, schönes Wetter, oder? Ich bin Wacker. Prima Wetter heute. Findet ihr den nicht auch? Ja, also gestern war auch prima, heute ist prima. Ja, also ich kann mich auch nicht beklagen. Ist doch schön. Das war nicht ich. Entschuldigung. Oh, aber die Musik kickt auch. Ja, hier ist das Schiff. Wollen wir nochmal speichern? Die E-Gitarre muss chillen. Was ist los? Das ist ein Nintendo-Game. Kannst du nicht so ausrasten? Ah, so. Moini, ich möchte... Ich hab's mir überlegt. Ich nehme den Schatz doch mit, okay? Moment, bist du nicht der Typ von vorhin? War doch was? Ah, ich hab mein Handy vergessen. Kaka. In meiner Hose. Wir müssen reden. Du musst uns ein Schiff ausborgen. Was? Wieso sollte ich euch mein Schiff geben? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Corsario und es gibt ein kleines Popo am Strand. Piraten greifen Insel an. Wir müssen unsere Freunde beschützen. Mit der Kraft der Freundschaft ist alles möglich. Wir brauchen ein Schiff. Red kein dummes Zeug, Mann. Glaubst du wirklich, dafür gebe ich euch das Schiff? Und ganz nebenbei, die Black's Gull kann nicht einfach so in See stechen. Ohne das magische Schädeljuwel kann dieses Schiff nirgendwo hinsegeln. Das Schädeljuwel ist das hier? Weil ich hol's mir kurz aus dem Arsch. So, zack.
Oh, das ist das Schädeljuwel. Also gut, wie wäre es denn damit? Du hast mein kostbares Familienerbstück und dafür leiste uns dein Schiff. Das ist fair, oder? Was meinst du, Cortez? Also waren es deine Ahnen, die das Juwel geraubt haben? Grrr. Jetzt soll ich dir auch noch mein Schiff geben. Ich werde dir das Schädeljuwel einfach abnehmen. Würde ich auch machen. Moment mal. Ich muss aber erst noch gegen Mario kämpfen. Oh, in Fischen versenke ich das Schädeljuwel auf dem Meeresboden. Ist es das, was du willst? Was für ein hinterhältiger kleiner Aasgeier. Na gut, einverstanden. Der Handel gilt, aber weh, du wirst das Juwel weg. Ah, Verhandlung erfolgreich. Ich bin eben nicht umsonst ein professioneller Händler. Und musst du reden, dann erreicht man schon viel. Also bitte, hier, für dich. Das war aber jetzt ein dummer Move, dass du ihm das einfach so gibst. Er könnte jetzt einfach sagen, nee. Verarscht. Ich bin Pirat, Bitch. Wunderbar, jetzt kann die Black Skull endlich wieder segeln. Ich wollte auch schon was gegen dieses Geballers unternehmen. Ist das korrektes Deutsch? Ich wollte auch schon was wegen dieses Geballers. Ich wollte auch schon was wegen diesem Geballer. Oder, nee, warte. Warte, kurz Deutsch-Grammatikkurs. Wegen des Geballers. Ja. Doch, es ist wegen des Geballers. Das stimmt, es klingt nur absolut scheiße. Es ist absolut garbage, was da uns aufgetischt wird. Aber das ist halt Deutsch. Endlich wieder ein Kampf. Hat ja auch lange genug gedauert. Na gut, dass du das Reden mir überlassen hast, Mario. Los gehen wir. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Weil der sieht doch schön aus. Zack, einfach einstecken. Merkt keine Sau. Aber ich würde ja für den Grün gehen. Sind das eigentlich... Warte mal. Sind das die Juwelen aus Luigi's Mansion? Ne, den blauen gibt es nicht in Luigi's Mansion. Ich glaube, es sind einfach Random-Ass-Juwelen, die es überall gibt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da auf Luigi's Mansion komme. Aber da gab es halt auch so Juwelen zum Sammeln. Naja. Oh, das ging schnell. Was, wenn er Nein gesagt hätte, dann wärt jetzt alle tot. Ja, schön euch zu sehen. Ist okay, das soll nicht ungeschoren davon kommen. Ach, das war Palmina. Hups. Wäre blöd, wenn Corsari den Ruhm an einen entsteckt. Also los, Captain. Ei, ei. Endlich wieder aufs Meer, Wellen, Wind und Wasser. Los, Leute, wir legen ab. Krass. Das ist aber nicht so schlau, Feuer auf dem Segel. Naja, gut. Soll er selber wissen. Sein Schiff. Na, guck mal, die halten sich tatsächlich fest am Segel. Das war im Original sind die einfach die normalen Sprites einfach am Segel gehangen. Es sah richtig weird aus, aber jetzt halten sie sich fest. Warum auch immer die sich am Segel festhalten? Das ist übelst dumm. So funktioniert das Segel dann gar nicht mehr richtig. Und warum? Also, steht doch einfach am Boden. Feuer frei, denk nicht, uns geht die Munition aus. Unverschämtheit, ohne Erlaubnis einfach meine Insel zu beschießen. Der Stein, oh, jetzt schöne Ramme, Vollgas. Was denn nun? Oh, können auch schießen. Original nicht. Wir haben doch gar keine Kanone. Wie können wir schießen? Oh, Alter, richtige Cutscene hier. Schisch! Neuer Blockbuster. Oh, wir haben tatsächlich Kanonen. Die sind auch neu. Fluch der Karibik 6? Okay, ich weiß nicht, wie viel es schon gibt. Also ich bin ehrlich, da bin ich auf seiner Seite. Diesen alten Kahn werden wir auf Grund schicken. Also wenn die zusammenkrachen, Digga, ich glaube, naja. Hey, ihr Pilzgesichter, alle Mann zum Angriff.
Ja, Toads, ihr macht das toll. Die machen den Chicken Dance wieder. So, Mario, jetzt bist du an der Reihe. Es ist Zeit für eine Abrechnung. Oh yeah. Moin. Oh, er macht die Hände hoch. Polizei. Musik. Ja, ist ein bisschen goofy. Aber er ist auch so ein Goofy, oder? Heute werdet ihr schicke Fische futtern. Nein, andersrum. Heute werde ich ja zu den Fischen schicken. Seid ihr bereit? Muss ich ihn nochmal scannen? Ich muss ihn tatsächlich nochmal scannen. Mensch, also das Scannen, das wurde genervt, sag ich mal. Aber gut, theoretisch, er hat neue Moves drauf, also ja, ist schon fair, dass man ihn eigentlich nochmal scannen muss. Also, unser Freund Kruzillus, also wirklich der schon wieder. Mann, dieser Kruzillus, am I right? 30-3-0. Ihn selbst solltest du mit Standardattacken ganz leicht besiegen können. Lässt dich nur die Soldateska, die er mitgebracht hat. Soldateska, warte, das muss ich googeln. Was zum Fick ist Soldateska? Gibt's das Wort? Moment, Google. Der Begriff Soldateska stammt aus dem Italienischen und bedeutet zügelloser Soldatenhaufen bzw. rohes Kriegsvolk. Haben wir was gelernt? Gibt's wirklich? Diese greifen nämlich auch bei jedem Zug an. Aber ohne ihren Kommandeur haben die Kruzierungen keine Orientierung. Klar, oder? Der hat doch selbst keine. Na gut, die müssen wir auch noch scannen. Ach, jetzt können wir den Hintern nicht, ne? Also, tricky, ja, da müssen wir die eben. Aber dann kann ich sie nicht scannen, scheiße. Vielleicht kommen neue. Ich wollte selber blocken. Für ihn. Ja, der braucht das. 2 Damage. Das ist schon ein bisschen Arsch. So, er ruft leider keine neuen. Okay, das ist in Ordnung. Dann, Barbara? Dann gucken wir ein bisschen an. Schön den Schritt angezündet. Geil. Heiß. Hot. Schöne 11 Damages drauf. Mal nur 8. Stimmt, 11 waren es wegen dem, ne, Power Plus oder so. Aber 8 ist auch in Ordnung. Jetzt hat er das Feuer gelöscht. Und Barbara schwierig gemacht. Und er kichert sich einen ab. Also, gut, okay. Universum, ne, will, dass ich nicht so einen einfachen Kampf habe, aber ist ja fair. Er braucht sie, er hat sie ja auch nötig. Können Barbara auch auswechseln, wenn ihr schwindig ist. Wobei, momentan ist halt nichts gefährlich, kannst du euch ruhig daneben hauen. Nicht so schlimm. Na, triff's trotzdem. Barbara MVP. Ihr wollt wohl Ärger. Wenn er so ist. Angetreten! Ui. Ja, das könnte jetzt ein bisschen wehtun tatsächlich. Ich mach mal kurz. Ja doch, Ich würde die gerne scannen. Vielleicht ist es auch eine Soldateska. Vielleicht zählt das zusammen. So, aber das tut jetzt, glaube ich, ein bisschen weh. Ein bisschen. Aber nicht so schlecht. Kriegen wir hin. So. Dann würde ich dich jetzt kurz austauschen gegen Brina. Und dann scannen wir. Ja, das ist auch die Soldateska. Sehr gut. Und dann haben wir den Scan-Eintrag auch. Das ist ein bisschen daneben gescannt, aber okay. Das ist eine Wolke, Gumbrina. Das ist eine Soldateska. Diese Typen werden von allen alle von Kruzillus befehligt. KP veränderlich, 5 Angriff, 0 Verteidigung. Sie versuchen uns mit zahlenmäßiger Überlegenheit zu schlagen. Aber im Grunde genommen sind das alles nur so kleine Fische. Also keine Sorge, also ja, so bad sind die nicht. Aber
Kruzillus ist eh gleich down. Wir wechseln nochmal auf Barbara. So, und dann, ja, dann Hammer reicht eigentlich. Bonk. Tschüssi. Okay. Starke Leistung. Was dachte ich schon? Ihr hättet mich erledigt. Ich habe nur noch ein 5-Gänge-Menü vorbereitet. Der Kampf geht weiter. Diese Jungs sind immer meistens schlechte Verlierer. So, kriegst du einen Zug oder kriege ich den geschenkt? Ja, du kriegst den Zug. Schade. So, das tut, glaube ich, auch weh. Ja. Und er darf auch noch angreifen, ne? Konter. Jawoll. Bitch. So, aber das tut echt weh, tatsächlich. Wenn da nochmal so ein Angriff kommt und dann Kruzillus greift mich an, dann wird's schon knifflig. Und wir können Kruzillus gar nicht angreifen. Ist auch noch das Ding. Okay, warte. Teambesprechung. Wir könnten alle anzünden. Das klingt gut. Ich wollte für Mario ein Schild machen, aber ich glaube, wir können einfach die Soldateska einfach mal rausnehmen. Ich glaube, die respawnt zwar jeden Zug wieder, aber wenn ich die rausnehme, dürfen sie mich eigentlich nicht angreifen, auch wenn er die instant wieder spawnt. Eigentlich. Ich probiere es mal. Nein, das war nicht B, aber ist egal. Nicht so wichtig. Hauptsache, er brennt. Die können nicht brennen, die Säcke. So, wir müssen ja so oder so einen Power-Hour draufhauen. Oder einen Feuerschlag. Nee, oh, 6 Damage, das reicht leider nicht. Feuerschlag wird ja nicht geboostet. So. Ach, die haben Nebel, Scheiße! Das habe ich gar... Oh, dieses Remake. Oh, das habe ich doch geblockt, Scheiße. Okay, warte, ich muss blocken. Okay, gut, es war nur Barbara. Scheiße, wenn das auf Mari gegangen wäre, wäre ich tot. Okay. Die haben einfach Nebel. Das habe ich nicht gesehen. Okay, wir tauschen aus. Gegen ein Schild machen. Das Ding ist, mit Bartomb könnte man den Nebel wegsprengen. Bei Explosion verschwindet der Nebel. Oder bei Eronas Windfähigkeit auch. Ja, Mario hat halt leider kein Leben. Nee, ich muss das Schild aufbauen. So. Panzerschild. Habe ich gerade noch genug BP dafür? Ja, ist in Ordnung. Ist gut. So, und dann hoffen wir, dass wir jetzt durch den Nebel durchtreffen. Und die rausnehmen. Für einen Zug zumindest. Jawohl. Gut, dann kriegen wir auch das BP wieder. Sehr wichtig. Wir brauchen ein BP immer, um Dings... Jetzt lösche das scheiß Feuer. Ah, das hat verfehlt wegen dem Nebel. Und Kubio ist nicht wirklich gut. Ja, lach du nur, dein Schritt brennt. Oh nee, scheiße. Oh, Kubio, Mann. Und es schläft das Publikum auch noch. Das ist der Umfeld, obwohl ich blocke. Das ist auch frech. So, holt er jetzt instant wieder, sowas im Original. Ja, er holt sie instant wieder. Aber sie durften nicht angreifen, das ist gut. Okay, Kubia hat jetzt leider einen Zug verschwendet, weil er umgekippt ist. Wir nehmen Bartomb raus, damit er im nächsten Zug den Nebel wegmachen kann. Und ich glaube, ich muss eine Sternattacke einsetzen. Ein Superfit? Das ist fast Overkill. Oh, wobei, Oder ein Powerring. Das Ding ist, die kann ich halt nicht umschließen. Die sind so riesig. Oder ein Power Plus. Boah, ich... Power Plus, dann könnte ich die mit einem Power Hour rausnehmen. Aber es ist ein... Eins von den dreien. Wie lange hält mein Schild eigentlich noch? Ja gut, also, nee, also mein Schild hält definitiv noch so 3 Attacken aus, würde ich sagen. Also maximal 2 Runden.
glaube, ich mache ein Power Plus. Wird auch meine Verteidigung erhöht, aber das bringt mir nichts, weil ich eh hinterm Schild bin. Hm. Ist eigentlich auch ein bisschen wasted. Einfach Sternfit. Ja, aber das für Bartomb auch wasted. Ach, ich mache ein Power Plus, komm. Vielleicht geht der Nebel von selber weg nächste Runde und sonst sprengen wir ihn mit Bartomb weg, den Nebel. Und dann können wir die Mannschaft nochmal one-tappen. Oh, ist alles sehr ineffizient. Aber wir tryen es. So, concentraten. Ah, wir hätten noch eine Verteidigung. Da hätten wir plus 4 gehabt. Aber ist okay. Plus 3 Verteidigung ist echt geil. Okay. Dann kriegt Bardom jetzt weniger Schaden hoffentlich. Boah, das Schild ist echt, wenn... Hoffentlich greift er nicht Mario an. Sehr gut. Jetzt wäre das Schild kaputt gegangen. Aber jetzt blockt das Schild noch einmal komplett allen Damage. Das ist sehr geil. So, der Nebel ist weg, oder? Der Nebel ist weg. Dann ergreifen doch die... Nee, wie... Moment, Bardom macht jetzt plus 4 Damage. Das heißt, 8. Das heißt, er kann die Leiter nicht wegspringen. Also ich muss mit Mario die Mannschaft wegmachen. Dann machen wir das. Oder ein Feuerschlag. Und dann mit Bardomb. Ja, ich glaube, das ist besser, weil dann kann ich Crucillus ankokeln. Das ist, glaube ich, mehr Worth. Ich mache einen Feuerschlag. Wobei, dann habe ich keine BP mehr. Doch, einen kriege ich zurück. Einen kriege ich zurück. Ja, Feuerschlag. Oh, der wird auch geboostet? Really? Hä, aber das ist doch eine Magic Attack. Eine Special Attack. Ja, GG. So, und du explodierst jetzt hier die Bande hier. Putz. Hat geil gefunden, wenn die jetzt in alle Richtungen gesprengt werden. Kann der nur den Fallen angreifen eigentlich? So, jetzt holt er die Mannschaft leider wieder. Aber ist in Ordnung. Wobei, ist es in Ordnung? Also wir können jetzt halt mit Mario die One-Tappen, dann mit Bartomb 8 Damage auf Crucillus raushauen. Und dann... hat Mario den Defensiv-Buff noch, wenn Crucillus angreift? Oder geht er weg, sobald mein Zug... Ne, der geht eigentlich erst ganz am Ende weg. Den sollte ich eigentlich haben, wenn er noch angreift. Okay, machen wir so. Power auf die Dinger. Sind die weg? Nice. Können wir Bardom einmal... nice, ein bisschen extra Damage nehme ich. Sprengen wir dich in die Luft. 8 Damage, genau. So, mit dem Feuer hat er noch 3 Leben. Noch einmal angreifen, dann haben wir es. Blöd ist, jetzt ist unser Buff weg gleich. So, das macht 0 Damage, egal ob ich glocke oder nicht. Und er kriegt jetzt halt seine Mannschaft wieder und wir können die nicht one-tappen. Shit. Was machen wir jetzt? Barbara. Klar, Barbara for the win. Nee, Barbara ist tot. Warum ist Barbara tot? Hä, ist die gestorben? Ach ja, stimmt. Oh. Oder Kupio. Nee, wir haben keine... Haben wir BP? Haben wir 3 BP? Kostet das 3 BP? Oh, stimmt, Kupio war... Scheiße. Oh, Kubi war auf dem Rücken. Verdammt. Ich kann einfach Feuerschlag, oder? Das reicht. Moment, der macht 5 Damage. Und der zweite Gegner kriegt 4 Damage. Ich könnte auch jetzt einfach lame sein und Donnerzorn draufhauen und diesen Tod. Aber das mache ich nicht. Ich setze es in meine fähigen Hände, dass ich den Feuerschlag treffe. Sonst bin ich tot. Ich habe den schon verfehlt. Wenn es drauf ankommt, er ist easy zu verfehlen tatsächlich. Hammerwurf reicht, ich mache nur 2 Damage. Erdbeben reicht, ich mache nur 2 Damage. Ich meine, das Feuer killt ihn, ja, aber er kann mich halt erst angreifen. Oder ich mache nochmal Power Plus. Nee, die Soldaten, die machen ja 5 Damage, ist viel zu viel. Dabei, ja,
Ja, da müsste ich müsste mindestens 3 Verteidigung kriegen. Ich will es, glaube ich, nicht herausfordern. Oder Maxi-Beben. Ja gut, ja, Maxi-Beben würde ihn killen. Das ist auch lame. Ich mache den scheiß Feuerschlag jetzt. Wenn ich den verfehle, dann ist GG. Oh. Geh beiseite. Oh yeah. Bam. Verflucht, schon wieder verloren. Wie bitteschön soll ich Crucius das erklären? Na warte. Gut gemacht, Mario. Und wieder ein Problem aus dem Weg geräumt. Juhu, bravo, gewonnen. Und jetzt werden uns die Geister alle auffressen. Ende. Schon wieder ein Fehlschlag. Was soll das? Bitte um Vergebung. Wir standen kurz davor, ihn zu kriegen, Digga. Dachte ich. Crucillus, halte dich bis auf Weiteres bereit. Aber dies ist deine letzte Chance, verstanden? Verstanden, Digi. Und wegtreten, die Sau. Rupfisch. Hey, du. Jetzt Befehl, Digi. Sag dem Schattentrio, sie soll diesen Mario kriegen, und zwar schnell. Jetzt Befehl, Digga. Wir haben 1, Mario schon 5. Wir müssen etwas tun. Dann mach doch, leg doch mal selber Hand an. Schon wieder, was er wohl diesmal will. Punkt, 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 Punkt. Was ist? Diesmal musst du etwas Gefährliches tun. Was? Ach so, das Verkleiden und zum Oberbabbo direkt zu gehen war nicht gefährlich? Korrekt. Du musst dich in Crucius Zimmer schleichen und eine Datendisk suchen. Ach so, ja. Eine Datendisk. Ich habe keinen Zugang zu allen Daten im Netz. Aber nicht zu Daten... Moment, ich glaube, ich habe es falsch vorgelesen. Ich habe Zugriff auf alle Daten im Netz, aber nicht auf Daten auf Computern, die nicht ans Netz angeschlossen sind. Crucius verfügt über Informationen, auf die ich keinen Zugriff habe. Aber ich benötige diese Informationen. Aber wie soll ich das tun? Wieder verkleiden? Nein, diesmal nicht. In dieses Zimmer darf niemand außer Crucius hinein. Ist Crucius nicht da, bewacht eine Wache den Eingang. Aber es gibt einen Weg. Du musst nur tun, was ich dir sage. Zieh dich aus, Bitch. Also, Spoiler. Ja, wir gucken weiter. Es tut mir leid, dass ich etwas so Gefährliches von dir verlange. Außer dir kann ich niemanden darum bitten. Das macht nichts, Zech. Sag einfach, was ich tun soll. Geh zunächst raus und fahr mit dem Fahrstuhl nach oben. Okay. Machen wir. Bisschen Fahrstuhl fahren. Komm ich in mein Zimmer? Ja, chill. Warte doch mal. Mein Zimmer ist abgesperrt. Scheiße. Na gut. Fahrstuhl fahren. Keine Fahrstuhlmusik. Das ist schwach. Ah, gib ein paar Stockwerke hier. Erst entfernst du dich von Crucius Zimmer. Geh in das Zimmer mit dem grünen Licht links vom Fahrstuhl. Okay. Hallo, ich gehe hier mal kurz durch. Ja, falls jemand auf Streife ist gerade. Ist niemand hier. Komisch, dass alle weg sind. Also ist wirklich seltsam. Convenient. Hier kannst du dir einen Trank machen.
mixen, der dich unsichtbar macht. Einen Trank, der unsichtbar macht? Du machst dich unsichtbar und gehst in Crucius' Zimmer. Gut, was soll ich tun? Hab ich dir doch gerade gesagt. Stell zunächst die Flaschen vom Tisch in die Mixmaschine hinten. Aber ich weiß nicht, welche Flasche an welche Stelle gehört. Irgendwo im Zimmer haben unsere Forscher ihre Notizen zurückgelassen. Befolge diese Hinweise und stell die Flaschen in die Maschine. Ist ja nett, dass sie uns diese Notizen überlassen haben hier. Lesen. Rot darf nicht rechts außen stehen. Was ist das für Mucke? Hat so ein bisschen. So ein bisschen Wii-Vibes. Also. So ein bisschen. Blau muss neben Rot stehen. Mhm. Gelb muss zwischen Blau und Grün stehen. Das heißt, in der Reihenfolge Rot, Blau, Grün, Gelb. Wait, oder? Gelb ist zwischen Blau, Rot, Blau, Gelb, Grün. Ja, das ist schon die Reihenfolge. Braucht gar nicht mehr lesen. Rot. Ich gucke die letzte Notiz noch an, bevor wir weitermachen. Rot, Blau, Gelb, Grün, habe ich gesagt, ne? Aber theoretisch wäre diese Notiz, die ich jetzt lese. Nee, ist noch nicht richtig. Ich will das noch kurz lesen. Theoretisch wäre die überflüssig. Zwischen Grün und Rot müssen zwei andere. Ja. Also ist doch richtig. Ja. Ich bin halt Genius. Ja, ist richtig. Gut. Links im Zimmer ist ein Schalter. Drücke ihn. Ich drücke ihn ganz. Ja. Ist nicht zu übersehen, wo der Schalter ist. Fancy. Hui. Drücke jeweils den Knopf, wenn das Becherglas stehen bleibt. Drück. Drück. Crazy Minigame. Drücken. Oh mein Gott. Es geht wieder zurück. Frechdachs. Drücken. Ha, musste ich. Und jetzt ganz nach rechts. Okay, dann halt jetzt. Nur einmal grün. Also wenn ich grün wäre, würde ich mich beleidigt fühlen. Die Flüssigkeit wird 30 Sekunden erwärmt. Warte genau 30 Sekunden und drücke dann den Schalter, um die Maschine anzuhalten. Und jetzt drücke bitte den Schalter, um den Vorgang zu starten. Gut, OBS ist jetzt auf zack 50. Jetzt gucke ich einfach, wann auf OBS die Zahl 30 steht. 20. Ja, und ihr so? Schönes Wetter, oder? Ich trinke einen Schluck. Ah, stay hydrated, Freunde. Also, das würde ich nicht trinken. Oder soll ich mir das übergießen? Jetzt müsste es fertig sein. Ist es so richtig? Keinesfalls. Gut. Trinke es in einem Zug aus. Was? Das hier? Meinst du sicher? Darf ich es mir nicht übergießen und sexy Posen machen oder so? Bitte trink. Okay. Jesus. Trink mir das. Sehr gut. Du bist völlig unsichtbar. Also, völlig
würde ich jetzt anders definieren. Allerdings habe ich einen taktischen Fehler erkannt. Zieh dich aus, Bitch. Natürlich. Mach ich. Das zweite Mal, wo sich Peach auszieht in dem Game. Also, die Entwickler, die waren früher schon horny, oder? Oh, Moment. Ich sollte mein Kleid verstecken, damit es keiner entdeckt. Diese Schweine. Was die mit Peaches Kleider anstellen würden, ne? Geh in Crucius Zimmer, suche die Datendisk und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Hat das gerade die Schritte, haben die gerade wie nackte Füße geklungen? Ich werde es dir näher erklären, wenn du in Crucius Zimmer bist. Komm danach in dieses Zimmer zurück, ich zeige dir dann, wie du dich wieder sichtbar machst. Ganz schön kompliziert. Geh jetzt in Crucius Zimmer. So, ne? Kann die Musik bitte leise sein? Das sind doch Patschefüße-Sounds, ne? Also die Fußfetischisten werden auch bedient. Was ist das, Digga? Niemand da, die Tür geht auf. Scheiß kaputt. Digga. Vielleicht hat er noch mal was gesagt. Okay, er ist verwirrt, der Bree. Na gut. Achtung, nackte Prinzessin auf dem Flur. Also, lauft sie mir bitte nicht nach. Entschuldigung, nackte Prinzessin muss hier kurz vorbei. Bitte nicht anfassen. Das würde ich sonst reporten an der zuständigen Behörde. Dann kommst du in den Knast. Aber schöne Mucke. Moin. Kann leider mit den Leuten nicht reden. Ja, wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich das täte. Das ist sicherlich Crucius Thema. Aber wo ist die Disk? Vielleicht in dem einen Schrank? Ah, hier ist sie. Na super. Eine Datendisk. Diskette aus Crucius Zimmer. Welche Daten enthält sie? Ja, wenn ihr so eine Disk seht, ich würde die nicht mehr einstecken. Da weiß ich, was da alles drauf sein kann. Na, ja, weggucken, Kinder. Ja, es funktioniert. Oh, wow. Ein richtig schlechtes Minigame kann ich hier zocken. Und aus irgendeinem Grund sind da Mario und Luigi drauf. Okay, krass. Das war's, ich muss sie nur noch zurücklegen, sonst... Sonst war's. Schöner Teppicheffekt hier. Oh, der ist satisfying. Oh. Mm. So einen Teppich hätte ich auch gern. Hierhin. Ein Haustierchen hier. Moin, ich bin fertig. Kann weitermachen. Auch gut, dass nie jemand da ist hier, ne? Also Crucius und so. Ist gerade auf Toilette oder so. Achtung, Prinzessin ist wieder auf dem Rückweg. Ey, das, das habe ich zur Kenntnis genommen, dass du nicht ausgewichen bist, wenn ich auf dich zugerannt bin. Mit meinem nackten Körper. Das wird gemeldet. Entschuldigung, aus dem Weg, bitte. Genau. Die ist immer noch kaputt, keine Sorge. Ist ganz normal. Danke, Peach. Konnte Daten erfolgreich lesen. Ach, so ein Glück. Ich sage dir, wie du deine Gestalt wieder erlangst. Trinke die grüne Flüssigkeit, dann verwandelst du dich zurück. Wait. Diese Schweine von Devs. Die haben das geändert. Also, nein, also... Theoretisch hätte Peach jetzt gesagt,
Vorher werde ich aber meine Kleider wieder anziehen. Und jetzt haben sie es extra gemacht, dass wir perversen Schweine erstmal die grüne Flüssigkeit nehmen und wie so gierige Nerds, die wir sind, die direkt saufen wollen. Na, jetzt kommt's erst. Ja, wir mussten erst die grüne Flüssigkeit anklicken, ne? Naja. So ist es besser. Naja, Ansichtssache. Also die grüne Flüssigkeit, nicht wahr? Ach, zum Glück, wenn das nicht funktioniert hätte, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Komm zurück in mein Zimmer. Wäre ziemlich OP gewesen, wenn du nie wieder sichtbar geworden wärst. Übrigens, Tech, was waren das eigentlich für Daten? Analyse läuft noch. Viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutung sich bewahrheitet... Sich bewahrheitet? Nein, keine Vermutungen. Ergebnisse werden genannt, sobald die Analyse beendet ist. Falls erforderlich, kannst du jetzt eine Mail schreiben. Na gut, du wirst mir alles sagen, wenn du es verstanden hast. Dann schreibe ich jetzt eine Mail. Hallo Mario, heute war ich nackt. Ein Computer hat mich dazu angestiftet und ich habe ja gesagt. Peach. Nachricht verschickt. Für heute war das alles. Bitte kehre in dein Quartier zurück. Gut, also bis dann, Tech. Danke, Prinzessin. Keine Ursache. Prinzessin Peach, ich werde dich schützen. No, he loves him. Her. Oder S. Also ich hab Tech Geschlecht hat. Oh Mann, das ist ja wirklich ziemlich düster hier. Wahrscheinlich hat man den Ort deshalb Düsterdorf genannt. Hier soll sich auch eines der Sternjuwelen befinden. Verhört am besten die hiesigen Düsterlinge, so erfahren wir bestimmt etwas. Gute Idee, Cammy Cooper, also, wo fangen wir an? Ich fang mal nicht beim Offensichtlichen an, sondern bei dem hier an. Brrr. Danke für diese krassen Infos. Brrr, werden wir wieder in Schweine verwandelt? Brrr. Sternjuwel, keine Ahnung, wirklich. Bitte verschoben mich. Ja, dass du wegläufst, statt einfach stehen bleibst. Ah ja, Backspike von Bowser. Ich träume, das muss ein Albtraum sein. Das ist so absurd. Kann ich rein? Ich kann doch rein. Wir haben heute geschlossen. Wirklich. Lol. Da verstehst du dich zu Hause. Angst? Angst habe ich keine. Ich bin ja nur nicht da. Okay. Ich bin nicht da. Keine zu Hause. Brr. Lame. Denk dir was Neues aus. Oh, kann ich mit dem Vögeln? Kaka. Schade. Ich dachte, die dissen mich jetzt richtig hart. Weil die fliegen können und ich nicht oder so, weil ich eine fette Schildkröte bin. Also, Moment, ich kann das ansehen. Oh Leute, es tut mir leid, ich muss jeden einzelnen Grasbeschlitz untersuchen. Oh, da im Gras liegt ja etwas. Ich halte das Düsterschwert. Ja, I guess, das war das Easter Egg dann wohl. Hätte man ja wenigstens noch eine Animation machen können. Aber nee. So, kann ich gehen? Habe ich dich schon beängstigt? Guababaha. Wartet, euer Verderbtheit. Soll ich diese Dörfler schnappen und über die Sternjuwelen ausfragen? Ja, schade. Oh, hier ist noch Vögel.
Komm, ihr seid meine letzte Hoffnung auf irgendwas Lustiges. Richtig funny. Danke dir, Bro. Cammy, was ist los? Wie trocknen die hier nur ihre Wäsche? Naja, egal. Ihr sollt euch diese Dörfler schnappen und... Okay. Yo, Bro. Hallo? Darf ich? Danke. Hier muss doch irgendwo Brunhildas Superbombe versteckt sein. Da fliegst irgendwo muss das blöde Ding doch stecken. Wenn die sich nicht bald was tut. Da habe ich schon nachgeguckt, da ist nix. Oh, okay. Heureka, da ist ja die Superbombe. Damit machen wir Mario fertig und holen uns alle seine Sternjuwelen. Noch habe ich das Glück also nicht verlassen. Der da, dieser Typ da, der scheint etwas über die Sternjuwelen zu wissen. Hey, was bist du denn da, du Schildkrötenimitat? Sucht ihr da auch noch die Sternjuwelen? Da ergeben sich für mich ja ganz neue Möglichkeiten. Na gut, erzähl mir sofort, was ihr über die Sternjuwelen wisst. Und wie wäre es, wenn du uns sagst, was du weißt? Und zwar schnell, sonst kannst du was erleben. Du machst mir richtig Angst. Aber sehen wir doch mal, wer am längeren Hebel sitzt. Kompanie angetreten. Was sagst du? Willst du jetzt reden? Mit Bowsers Herr leg sie dich besser nicht an. Kompanie angetreten. Boah, richtig schöne Angriffsstellung. Also ich würde mein Geld auf Bowser setzen, bin ich ganz ehrlich. Also, diese Stormtrooper, die haben nichts drauf. Aber diese Typen da auf Bowsers Seite, die, oh, die tun weh tatsächlich. Gar nicht schlecht. Und was jetzt? Ja, weiß auch nicht. Achso, da hilft wohl nur noch der Einsatz der Bombe. Und das wird euer Schicksal besiegen. Achtung, Superbombe! Krank. Hey, gar nichts passiert. Pech gehabt. Ah. Oh, 07. Gut. Bowser und Kruzillus sind tot. Haben wir zwei Feinde weniger. Ihr habt gekämpft wie echte Korsaren, ihr gefällt mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Black Skull ruhig noch eine Weile benutzen. Ja, ich benutze sie. Wie wunderbar, mit diesem Schiff sind wir wieder Wind in Rohlingen. Wir verlassen die Insel und kehren heim. Was sagt ihr, Leute? Ach, die Heimat, auf diesen Moment haben wir so lange gewartet. Er braucht schon einen Schatz, wenn er nach Hause kann. Wir stechen den See. Ganz meine Rede. Komm an Bord, Mario, wir legen ab. Also, Mario? Ach. Wir bleiben auf der Insel. Es ist zwar viel passiert, aber uns gefällt es hier. Und Romanz und ich haben hier einen Platz, an dem wir gemeinsam leben können. Nicht wahr, Romanzo? Schön nicken, ja? Genau, Schatz. Mario, bitte, hilf mir. Ich bleibe auch hier. Ohne Geist ist die Insel bestimmt gar nicht mal so übel. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, Mario. Gehen wir an Bord? Oh je. Alles klar zum Ablegen. Wir laufen aus. Was? Wir laufen aus? Haben wir ein Leck? Ach so, das, ja. Badabadam. Bam. Badabadam. Logbuch. Unser Abenteuer geht zu Ende. Wir hatten gute Winde. Am Horizont erscheint schon der Hafen von Rohlingen. Den Schatz haben wir nicht bekommen, aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich denke, ich habe etwas Wertvolleres erhalten als einen Schatz. Wir laufen ein... Was, wir laufen ein? Zeit, das Logbuch abzuschließen. Der Ruhm gebührt allen. Corsario.
Heimat endlich, Rohlinge. Wie habe ich mich nach dir gesehnt? Ich habe aber auch alles dafür getan, dass alle Mann unbeschadet heim konnten. Nun, ich denke, das wisst ihr auch. Casario! Du altes Stück Scheiße! Wir hassen dich! Tschüss! Hoffentlich treffen wir uns nie wieder! Okay. Du bist ja noch da, Mario. Für dich geht das Abenteuer noch weiter. Naja, viel Glück und so. Was tue ich als das Zeug, den großen Corsari eines Tages zu überflügeln? Obwohl, ganz einfach ist das sicherlich nicht. Also gut. Übrigens, Mario. Sag mir, wenn du mal wieder die Absicht hast, die Isla Corsaria zu besuchen. Ich mach dir einen super Preis für die Überfahrt. Er ist doch kostenlos. Schön, gut, wir brauchen dich nicht mehr. Nun, da alle sich bereits verabschiedet haben, werde ich mich auch empfehlen. Wenn wir uns irgendwo treffen, sprich mich ruhig an. Ich glaube nicht. Und, Na gut, Mario, wir sollen uns auf dem Weg zum Eonentor machen. Oh, da ist unser Bro schon. Ja, dich werden wir tatsächlich nicht brauchen. Ich nehme, glaube ich, lieber die Röhre in den Katakomben, ne? Also, tschüss. Schön mit Ö. Ciao, Kakao. Und wir sehen uns dann auch nächste Folge wieder oder so, ne? Aber bis dahin, macht's gut, Leute. Ne? Bleibt was auch immer. Und tschö. Mir fällt kein gutes Outro ein. Ich springe einfach ins Wasser für den Comedy-Effekt oder so.